Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Staso. Ja, ich habe die beiden Felder oder das eine Feld, wo wir ja noch angefangen hatten, Mist zu streuen, habe ich fertig gemacht. Und nun sitze ich im Xerion, den Grubber dahinter. Und nun geht's los zum Einarbeiten des Mistes und Einarbeiten der Zwischenfrucht gleichzeitig. Wir werden dann hier auch direkt anfangen. Ne? So. Ach Quatsch, wieso mache ich jetzt einen Blinker? So. Weiß gar nicht, was haben wir jetzt nochmal? 5 Meter? 20 oder was haben wir jetzt nochmal? Wie sehe ich jetzt gar nicht mehr. Scheibenecke, Gruber. 5,70 Meter. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ob wir hier jetzt noch eine Düngerstufe noch mit reinkriegen. Es sieht aber nicht so aus. Als wenn da irgendwas passiert. Nö. Doch, hier passiert was. Hier wird das etwas... Ja, geht das Ganze etwas höher. Gut, das hat also funktioniert. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber okay. Nee, es funktioniert. Also Mist drauf und jetzt Zwischenfrucht einarbeiten. Passt. Ich weiß gar nicht, ob es bei Mist eigentlich auch so eine Verordnung gibt wie bei Gülle, weil Gülle muss ja innerhalb von 3 Stunden, glaube ich, oder so eingearbeitet sein. Oder 2 Stunden, ich weiß es jetzt gar nicht. So genau aus dem Kopf. Ich weiß gar nicht, ob es sowas bei Mist auch gibt, so eine Verordnung, dass das halt innerhalb von 2, 3 Stunden eingearbeitet werden muss. Und deswegen werde ich da bearbeite ich die Flächen jetzt direkt nach der Ausbringung. Ja, sonst hätte ich ich sag mal einen Tag vorgespult noch. Aber das denke ich mal, werde ich nachher bei der Aussaat machen. Wir sollen ja Zuckerrüben rein. Und drüben sollen ja Hafer rein auf den großen Schlag. Weil da will ich nämlich nächste Saison mal Raps anbauen. Xerion diesmal ein bisschen mehr zu tun mit Wobbeln und Aussaat. Das Feld ist ja relativ klein, oder es ist ja klein, ne? Hier sind wir ja doch wieder nun durch. Mal reingucken, ja. Das gibt eine Düngerstufe. Das, ja, haben wir 2 Düngerstufen schon mal drin. Und dann mal gucken, was der... die Zuckerrüben an sich nachher später noch brauchen. Obwohl, ich habe ja Saat. Gut, und Dünger. Vielleicht werde ich auch mit der Einzelkorn dann Dünger noch mit reinnehmen.
dass ich denn hier gleich fertig bin auf dem Feld, sozusagen wegen Dünger nicht nochmal rauf brauche. Nicht unbedingt, vielleicht noch einmal mit der Spritze. Weil hier habe ich ja den Düngerstufe. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Düngerverhältnis jetzt bei den Zuckerrübenbahnen, ob die mehr brauchen oder weniger. So wie die Sojabohnen, die brauchen ja auch eigentlich gar nichts an Stickstoff. Außer ein paar Gramm. Ey, meine, ich habe da eben Wart eingestellt gehabt oder was? Komische Feldform halten. Das ist hier unten ein bisschen. Also wie gesagt, es bringt doch was, also kann man ruhig öfters mal machen. Gerade so, wenn ich, so wie wir jetzt hier, doch sehr viel an Mist haben. Ich hatte ja über 100.000 Liter. Ich glaube irgendwie bei 140.000 oder sowas und habe jetzt immer noch 80.000. Also wir können im Herbst dann nachher nach der Endzeit Mist streuen. Mist, Mist, Mist. Solange bis er alle ist. Das können wir im Herbst nachher machen, zur Aussaatzeit oder zur, wenn wir Bodenbearbeitung anfangen im Herbst, Spätsommer, Herbst, warum besser. Gut. Fangen wir hier unten an und dann bin ich mit dem Feld durch. So, die Woche wird auch ein bisschen mehr kommen. Wir werden den einen oder anderen Abend auch streamen. Weil ich habe nämlich ab Mittwoch Urlaub. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Urlaub ist jetzt auch nicht direkt so 3 Tage, ne?
Gut, ich komme Dienstag aus meiner Nachtschicht. Ich habe den ganzen Dienstag frei. Und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag noch Urlaub. Der erste Urlaub dieses Jahr. Der erste Urlaub dieses Jahr. Ja, was geplant habe ich nicht. Ich werde einfach nur zum größten Teil einfach nur zocken im Urlaub. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Einfach nur zocken. Mal wieder. Bäumchen. Bin mal gespannt. Die Woche sollen ja noch wieder Mods kommen. Bin mal gespannt. Ich nehme das jetzt hier am Montag Nachmittag auf. Montag schon gleich welche gekommen sind oder ob erst Dienstag, Mittwoch erst losgeht mit Mods oder vielleicht die Woche noch gar keine Mods kommen, dass sie erst noch wieder ja, ne, testen müssen und ach, keine Ahnung, wie das da funktioniert. Da bin ich raus, wie gesagt, da habe ich so keine Ahnung drüber. Hier müssen wir jetzt versuchen natürlich, dass wir alles ordentlich grubbert kriegen. Weil wie gesagt, hier haben wir nur eine Einzelkorn-Sämaschine. Gucken, vielleicht werde ich nochmal mit der Scheibenegge rübergehen hier. Damit wir hier ein vernünftiges Saatbett haben. Oder ein richtiges Saatbett. Brauche ich beim Hafer eigentlich nicht machen, weil ich habe beim Hafer ja eigentlich die Kreiselecke noch und den Grubber. Oder der Sämaschine besser gesagt. Da habe ich ja noch eine Kreiselecke und der könnte das alles schön glatt machen dann. Okay. Ich sehe auch gerade, dass wir schon wieder am Ende angekommen sind. Ich habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir
für das Feld die ganze Folge brauchen. Ich dachte so 2-3 Minütchen früher sind wir fertig, aber ja gut. Vielleicht auch an der Geschwindigkeit, die ich hier fahre, bei 12 km/h. Beim Robben ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Aber, ne, ja gut. Ist halt so. Ich dachte, wir kommen heute noch aufs andere Feld, aber naja, gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.